Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Okay. Es geht ja gut los hier. Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib uns! Okay. Alles klar. So, probieren wir das Ganze nochmal. So. Ich klettere runter und hol ihn! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ah, das geht auch noch. Okay. Ja, Rise of the Tomb Raider kam jetzt endlich für den PC raus. Und wir gucken mal, ob wir es schaffen, wieder zu unserem Freund zurückzukommen, dem Johann. Boah. Ja. Boah, das war knapp. Bist du okay? Ja. Los, komm. Alter Verwalter. Da müssen wir wohl durch. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, wenn es das Wetter umschlägt. Echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferdenleser gibt's nur ihn in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Wie auch immer das ist.
Aber das werden wir ja vielleicht noch erfahren. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Okay. Na komm, Lara. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Dann recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Ja, klar. So. Ja, dann wollen wir mal. Pass auf das Eis auf, wo's runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. So, klettern wir mal die schöne Eiswand hier hoch. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Und hopp! Auf Spring! Einmal nach da. Ah, da haben wir wieder Eis, ne? Ja. Gut. Wie wollen wir das denn oben festmachen? Da ist die verlorene Stadt. So, jetzt aber beim nächsten Mal. Und komm schon, Lara. Ich mache ja schon. Boah. Ach du Scheiße, jetzt heißt's laufen. Oh shit, Leute. Oh oh, alles rutscht weg. Schnell! Lauf! Verdammt! Lauf! Oh Gott! Und. Alles klar.
Alter, das ist ja schon mal hier krasse Action zu Beginn. Größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Ah, okay. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt.
Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Kraft. Naja. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit, shit. Nein, nein, nein. Zurück mehr. Es muss hier sein. Na, kann ich auch die Maus bewegen. So, jetzt kann ich auch nochmal anständig grüßen, denn jetzt scheint es hier ein bisschen ruhiger zu sein. Ja, zum ersten Mal in meiner Let's Play-Geschichte, die ja schon so ewig lange dauert, nehme ich tatsächlich in 60 FPS auf. Ich erreiche die 60 FPS nicht ganz. Ich gucke mal, ob ich das noch optimieren kann. Ich habe jetzt alles auf besten Einstellungen. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Das sieht doch so ähnlich aus hier. Ja, gespielt wird mit Maus und Tastatur, habt ihr ja schon gesehen. Und ja. So, dann gucken wir mal, was wir denn hier so machen können. Also ich habe alles auf besten Einstellungen, außer Anti-Aliasing habe ich nicht auf dem höchsten, weil da braucht man dann wirklich schon, ja, 89, denke ich mal, 89 Ti, um das zu spielen. Mit dem höchsten Anti-Aliasing. Ich guck dann mal, wie viel es bringt, einfach Pure her auszuschalten. Also nicht auszuschalten, aber eins niedriger zu stellen. Ob das schon extreme, ja, Performance-Boosts gibt. Weil es ist halt bis jetzt immer so gewesen, wenn ich Lara angucke wirklich, dann gibt's Performance-Probleme. Wenn ich ein bisschen weggucke von Lara, dann ist es besser. Es könnte damit zusammenliegen. Ich weiß auch gar nicht, was Pure Hair für eine Technik ist. Ob das eine hauseigene Technik ist von Square Enix oder was genau das ist. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort... Prophet... Hier ist es. Dad hatte recht. Karte aktualisiert, Monolith entdeckt. Drücken Sie Q. So, ah genau, ja, Überlebensinstinkt. Der gute Alte.
So, dann gucken wir mal. Untersuchen wir das mal. Eine Art Karte zu sein, aber ich kann den Text nicht entziffern. Okay, den Text können wir also nicht entziffern. Gucken wir mal, was wir hier haben. Hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Jetzt Notizen erwähnen das auch. Griechisch. Okay. Sprachfähigkeiten zu verbessern. Ah, okay. Cool, und jetzt haben wir hier bestimmt noch was. Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Okidoki, jetzt können wir das vielleicht übersetzen. Scheint eine Art Karte zu sein, aber ich kann den Text nicht entziffern. Okay, dann müssen wir halt noch hier hinten weitergehen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Alles klärchen. Was können wir hier jetzt machen? Lara ist schon ganz zerkratzt hier. Das Abenteuer hat doch gerade erst angefangen. Ein geheimer Eingang. So, jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir das mittlerweile übersetzen können. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Okay, also das können wir immer noch nicht entziffern ganz. Wow. Also, eins muss man dem Spiel ja lassen. Es sieht verdammt gut aus. Q-Einsatzziel, Wegweiser. Okay, Karte haben wir auch. Jo, unser Abenteuer geht noch nicht so lang. Ne? Also ist die Karte auch dementsprechend noch nicht so groß. So, ich probiere das jetzt einfach mal. Wie viel das bringt. Tessellierung, Bildschirmbereichsreaktion, dynamisches Blattwerk. Wo ist denn das? Vignett hier, Schärfe, Pure Hair. Pure Hair ist eine fortgeschrittene Haarrendertechnik, die die Grafikkarte einzelnen Haarsträhnen rendern und simulieren lässt. Die Ausgestaltung kann besonders bei schwächeren Grafikkarten Leistung bringen. Okay, gucken wir mal, wie viel das bringt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Wurde es gespeichert? Okay, wir schalten Pure Hair einfach mal aus. Gucken mal, wie es dann läuft. Okay, also Pure Hair ist nicht die Ursache. Dann können wir das nochmal wieder einschalten. Ich habe halt gedacht, dass das möglicherweise... dass man das einfach ausschalten könnte. So. Naja, dann gucke ich dann nochmal außerhalb der Aufnahme, wie ich das optimieren kann. Achso, okay. Ja, okay. Autsch. Okay, das hat schon mal nicht so gut geklappt. Okay. Ach so, hier geht's lang. Okay. Alles klar, sagt mir das doch einer. So. Oh nein. Sie sind schon hier. Werd aber schnell hier drüber. Was das Witzige ist, ich habe eine höhere Performance, wenn so krasse Effekte zu sehen sind, wenn irgendwas explodiert, als wenn man einfach nur normal rumläuft. Das ist ein bisschen... Jo, witzig. Kann man schon so sagen. So. Zack.
Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Mhm. Wandgemälde, okay. Monolith. Was kann man mit Monolithen machen? Das ist die Frage. Das muss man vielleicht später wieder herkommen. Es geht bestimmt auch wieder hier mit Schnellreisefunktion. Ja, komm. Sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Nee, schaut nicht so aus. Ein Durchgang. Ein Durchgang. Boah, ich bin froh, dass das kein offizielles Horrorgame ist. Also, dass es offiziell kein Horrorgame ist. Sonst könnte hier nämlich... Komm schon. ...aller Shit passieren. Aller möglicher Shit. Okay, alles klar. Das war jetzt vorhersehbar. Sagen wir es mal so. Buh. Aber auch nicht so schön. Diese ganze Sache hier. Ja komm, jetzt geh schon vorwärts. Oder willst du noch 30 Stunden hier? Hier bleiben. So. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity Orden. Hä? Ach, ich habe unendlich... Wird. I have unlimited ammunition. Vielleicht für die Pistole. Ich denke mal, wir werden noch andere Sachen bekommen. Ach, guck mal, da haben wir wieder ein Wandgemälde. Können wir wieder unsere Skills verbessern. So, was haben wir hier? Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Okay, das ist interessant. So, ich würde sagen, ich mach noch mal ganz kurz das Gemälde. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Alles klar. So. Und ich würde sagen, das war's jetzt schon mal für die erste Folge von Rise of the Tomb Raider. Ich gucke noch, dass ich die Grafik so optimiere, dass ich auf konstante 60 FPS komme. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Wenn nicht, dann gebt ruhig einen Daumen nach unten. Und wenn ihr aber einen Daumen nach unten gebt, dann schreibt auch bitte einen Vorschlag für Verbesserung rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.